Die Schuldenquote zeigt, wie viel Prozent der jährlichen Einnahmen eines Landes Schulden sind. Die wichtigsten Einnahmen eines Staates, zum Beispiel der Türkei, stammen aus den Steuern, welche die Bürger und die Unternehmen bezahlen. Aber meist ist das Geld nicht zur gewünschten Zeit verfügbar, um alle Ausgaben, die ein Staat hat, zu bezahlen. Der Staat kann nicht einfach eine Straße, Brücke oder einen Flughafen schließen oder aufhören zu bauen. Dann würde die Infrastruktur des Landes nicht mehr funktionieren. Dann muss die Türkei, wie jeder private Haushalt auch, der mehr Geld braucht als er hat, Kredite aufnehmen. Es kommt zur Staatsverschuldung. Solche Kredite sind zum Beispiel Staatsanleihen. Das heißt, die Türkei verkauft Anleihen. Banken und Versicherungen, aber auch Kleinanleger kaufen diese Anleihen ab. Ihnen schuldet die Türkei dann das Geld, das für die Anleihen bezahlt wurde. Dieses Geld muss der Staat mit Zinsen zurückzahlen. Damit durch Zinsen nicht noch mehr Schulden entstehen, muss der Staat das Geld gut einteilen können. Dazu haben alle Regierungen ihre Strategien. Die einen Länder können gut mit dem Geld umgehen, andere wiederum nicht. Welcher Anteil der Steuereinnahmen in welchem Bereich wie Gesundheit oder Bildung eingesetzt werden sollen, wird vom Parlament festgelegt. Das muss gut überlegt sein. Nun, wie kann man sehen, welche Staaten gut mit Geld umgehen können? Wenn ein Staat Schulden hat, ist das noch kein Problem. Denn das zeugt auch von einer gesunden Wirtschaft und funktionierenden Infrastruktur im Lande. Erst wenn ein Staat zu viel Schulden macht, dann muss man die Lage als kritisch ansehen. Ein überschuldeter Staat kann so in eine Abwärtsspirale geraten und noch mehr Schulden machen, was zum Bankrott führen würde. Aber wie weiß man, wie viele Schulden ein Staat hat? Dazu wird berechnet, wie viel Prozent der Einnahmen im Jahr Schulden sind, also als Geldwert nicht vorhanden ist. Diese Zahl gibt den Anteil Schulden zum BIP in Prozent an. Die Türkei hatte im Jahr 2020 eine Schuldenquote von 33%. Die Schweiz 41%. Das sind gesunde Werte für ein Land. Deutschland hat eine Staatsverschuldung von 70%. Das ist schon etwas höher, aber noch kein Problem. Ab 90% wird es dann ernst. Die USA hat eine Schuldenquote von über 110%. Italien ist bei 155%. Die höchsten Schulden der EU hat Griechenland mit 200%. In Staaten mit über 90% Schulden ist das Vertrauen für Investoren und Anleger nicht mehr gegeben. Denn es könnte sein, dass man als Anleger sein Geld nie mehr zurückbezahlt bekommt. Diese Situation hatte die Türkei zuletzt noch im Jahr 2001, als sie eine Schuldenquote von 75% hatte und von der IWF noch Hilfe beziehen musste. Heute leiht die Türkei der IWF Geld und hat eine der tiefsten Staatsschulden.